Features: Trage immer eine Schwimmweste und einen Helm. Features sollten nur mit einem speziellen Featureboard und von erfahrenen Wakeboardern genutzt werden. Bevor du ein Feature befährst, gehe sicher, dass sich kein Fahrer im Landebereich befindet. Beginne mit den einfachen Features und befahre erst größere und schwierigere, wenn du dir sicher bist. Wenn du stürzen solltest, schau nach hinten und verlasse schnell den Gefahrenbereich. Anschließend ziehst du dein Board aus und schwimmst weiter zum Ufer. Der Kicker. Fahre in einem leichten Winkel auf den Kicker zu. Dein Gewicht ist gleichmäßig auf das vordere und hintere Bein verteilt. Beide Hände sind an der Hantel. Kurz bevor du den Kicker erreichst, stellst du dein Board flach, beugst deine Knie und hältst deine Hantel tief. In dieser Position lässt du dich über den Kicker ziehen. In der Luft kannst du eine Hand von der Hantel lösen. Zum sicheren Landen beugst du deine Knie. Boxen und Rails. Fahre in einem leichten Winkel auf die Box zu. Dein Gewicht ist gleichmäßig auf das vordere und hintere Bein verteilt. Beide Hände sind an der Hantel. Kurz bevor du die Box erreichst, stellst du dein Board flach, beugst deine Knie und hältst deine Hantel tief. In dieser Position lässt du dich auf die Box ziehen. Auf der Box kannst du eine Hand von der Hantel lösen. Halte dein Gewicht vorne und deine Knie gebeugt.